Okay. Wenn noch irgendjemand von euch auf eine Ausgabe von How to Play Alone gestoßen ist, lasst es mich bitte wissen. Es wird ziemlich gruselig, wenn ich die einzige existierende Ausgabe besitze. Ich habe das Buch auf einer Website bestellt. Vielleicht bei Barnes & Noble? Ich kann mich nicht erinnern. Nachdem ich ein wenig in dem Buch gelesen hatte, habe ich sie angerufen. Aber sie sagten mir, dass sie den Titel nie geführt haben. How to Play Alone ist ein kleines schwarzes Buch, etwa 12 cm hoch und 8 cm breit. Kein Bild auf dem Cover, nur der Titel, geschrieben in schlichtem Weiß. Anscheinend sind die Seiten alles Fotokopien von handgeschriebenen Notizbuchseiten. Keine der Seiten ist nummeriert. Auf der ersten steht der Titel und sonst nichts. Kein Autorenname, kein Verlag, nichts. Ich habe nach dem Buch gesucht, aber keine Informationen dazu gefunden. Ich habe keine Ahnung, wer dieses verdammte Ding geschrieben hat. Das Buch ist in kurze Kapitel unterteilt. Jedes davon beinhaltet eine Anleitung, um ein Spiel zu spielen. Die Kapitel sind nummeriert, aber durcheinander angeordnet. Ich nutze das Wort Spiele hier sehr frei, denn für gewöhnlich sind die Anleitungen durch und durch bizarr und die Spiele, die beschrieben werden, klingen keinesfalls nach Spielen, die ich jemals spielen wollen würde. Um genau zu sein, klingen manche der Spiele eher nach Ritualen irgendeiner Art. Die Tatsache, dass man die Sachen alleine machen soll, ist das, was mich beunruhigt. Es ist einfach. Okay, ich werde euch ein paar davon zeigen und dann werdet ihr schon sehen, was ich meine. Kapitel 23: Verstecken. Dieses Spiel muss in völliger Dunkelheit gespielt werden. Es darf kein Licht geben, sonst werden sie nicht kommen. Gehe sicher, dass das Haus, in dem du dich befindest, komplett dunkel ist. Wenn es mehr als ein Stockwerk gibt, müssen alle Stockwerke dunkel sein. Komplett dunkel ist, wenn du deine Augen öffnest und schließt und keinen Unterschied erkennen kannst. Wenn es komplett dunkel ist, finde eine Ecke, die nach Norden und Osten zeigt. Stell dich genau 2 Fuß von der Ecke entfernt hin, halte die Hände über die Augen und beginne zu zählen. Beginne bei 1, zähle dann aufwärts. Wenn du 100 erreichst und nichts passiert, höre auf zu zählen und schalte jedes Licht im Haus an. Du hast versagt. Wenn du ein Flüstern aus der Ecke kommen hörst, welches anfängt mit dir zu zählen, höre auf zu zählen. Sieh nicht in die Ecke. Verlasse den Raum, ohne in die Ecke zu sehen. Das Spiel hat begonnen. Wenn du einen neuen Raum betrittst, suche nach einem Ort, um dich zu verstecken. Wenn das Zählen aufhört, bevor du einen Ort gefunden hast, wirst du versagen. Wenn du einen Ort findest, bleibe dort. Sprich nicht. Beweg dich nicht von dem Ort weg. Wenn du den Ort verlässt, bevor das Spiel zu Ende ist, wirst du versagen. Wenn das Zählen aufhört, wird es verkünden, bereit oder nicht, hier komme ich. Und es wird beginnen, nach dir zu suchen. Verlasse nicht dein Versteck, sonst wird es dich finden. Wenn es dich findet, wirst du versagen. Wenn das Licht angeht, hat es aufgegeben, nach dir zu suchen. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 54. Warte. Dieses Spiel muss an dem Tag vor einem besonderen Ereignis gespielt werden, beispielsweise vor einem Geburtstag oder Feiertag. Zu Beginn des Tages, bevor irgendetwas anderes getan wird, entzünde ein Feuer. Das kann eine Kerze sein, ein brennendes Stück Papier oder sonst was. Es ist ihnen egal. Starre tief in die Flamme und flüstere: Morgen ist ein besonderer Tag. Lass ihn besonders werden. Berühre dann die Flamme mit dem Zeigefinger deiner dominierenden Hand. Das Spiel hat begonnen. Von jetzt an,
bis Mitternacht darf nicht zugelassen werden, dass die Flamme erlischt. Wenn sie erlischt, wirst du versagen. Des Weiteren darfst du, solange das Spiel andauert, nicht schlafen. Wenn du schläfst, wirst du versagen. Wenn die Regeln befolgt werden, wird die Flamme exakt zu Mitternacht erlöschen. Ab diesem Punkt darfst du schlafen gehen, ohne zu versagen. Am nächsten Tag wirst du ein geschätztes Objekt verlieren und dafür zwei neue Objekte erhalten, die du genauso schätzen wirst. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 2: Beobachte. Dieses Spiel kann jederzeit und ohne Voraussetzungen gespielt werden. Gehe in einen Raum mit mehreren Personen darin. Wähle eine Person und starre in ihr Gesicht, bis sie Blickkontakt herstellt. Das Spiel hat begonnen. Innerhalb der folgenden 30 Minuten darfst du nicht von dieser Person wegsehen. Verliere sie nicht aus den Augen. Wenn du sie aus den Augen verlierst, wirst du versagen. Wenn du es schaffst, sie genau 31 Minuten lang zu beobachten, wird sie auf dich zukommen und dich nach deinem Namen fragen. Sprich noch nicht mit ihr. Wenn du jetzt sprichst, wirst du versagen. Nach genau 30 Sekunden wird die Person dich fragen, ob du sie kennst. Antworte mit "Ja", aber nicht durch meinen Namen. Die Person wird dich dann fragen, wie ihr Name lautet. Antworte mit dem ersten Namen, der dir in den Sinn kommt. Wenn du ihr einen anderen Namen gibst, wirst du versagen. Wenn du ihr deinen Namen gibst, wirst du versagen. Nachdem sie den Namen gehört hat, wird die Person glauben, es sei ihre. Wenn es der Name einer Person gewesen ist, die du kennst, wird diese Person den wahren Namen der Person, mit der du gesprochen hast, annehmen. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 41: Niemals. Dieses Spiel muss in kompletter Isolation und bei Temperaturen von unter 30 Grad Fahrenheit gespielt werden. Es wird geraten, einen Mantel oder dicke Kleidung zu tragen. Wenn ein passender Ort, um das Spiel zu spielen, gefunden ist, musst du dich mit überkreuzten Beinen nach Norden gerichtet hinsetzen. Warte 8 Minuten lang in dieser Position, ohne dich zu bewegen. Wenn nichts passiert, musst du aufstehen und dich mindestens 1 Meile von diesem Ort wegbewegen. Du hast versagt. Wenn du eine Stimme deinen Namen flüstern hörst, stehe auf und sage: "Ich bin hier." Die Stimme wird wieder flüstern und dich fragen, was dein innigster Wunsch ist. Beantworte diese Frage nicht. Wenn du sie beantwortest, wird der genannte Wunsch erfüllt. Aber zu einem unverschämten Preis. Nach 1 Minute wird die Stimme dich fragen, was deine tiefste Angst ist. Beantworte diese Frage mit: "Ich möchte, dass das niemals passiert." Setze dich dann wieder hin und schließe die Augen. Dir wird warm werden, dann kalt. Warte, bis diese Gefühle abklingen, stehe dann auf und entferne dich 2 Meilen von diesem Ort. Wenn du nach den Regeln gespielt hast, wird dir das, wovor du am meisten Angst hast, niemals widerfahren. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 25: Verängstigt. Dieses Spiel muss vor 3.25 Uhr morgens begonnen werden. Um das Spiel zu beginnen, finde ein Stück Papier, welches exakt 11 x 8 Zoll groß ist. Wenn ein solches Stück Papier nicht in Reichweite ist, wird es funktionieren, ein anderes Stück Papier auf genau diese Größe zuzuschneiden. Benutze einen Bleistift und beginne, die Dinge, vor denen du am meisten Angst hast, auf dem Papier niederzuschreiben. Wenn du es nicht schaffst, das ganze Papier mit deinen Ängsten zu füllen, besteht kein Bedarf, fortzufahren. Wenn deine Ängste das Papier füllen, zünde eine Kerze an. Lege das Papier 5 Zoll von der Unterseite der Kerze entfernt so hin, dass die Oberseite zu der Kerze und nach Norden zeigt. Wenn du das richtig gemacht hast, wirst du ein Flüstern hören. Drehe dich um und verlasse den Raum sofort. Bis 12 Uhr in dieser Nacht darf der Raum nicht betreten werden.
Wenn du den Raum früher betrittst, wirst du jede Angst, welche du aufgeschrieben hast, am eigenen Leib erleben. Wenn jemand anders den Raum betritt, wird er zusätzlich zu den aufgeschriebenen Ängsten seine eigenen schlimmsten Ängste am eigenen Leib erleben. Um 12 Uhr in der Nacht darfst du den Raum wieder betreten. Die Kerze wird nicht mehr brennen und das Papier wird leer sein. Darüber hinaus wirst du keine Angst mehr vor den Dingen haben, die du aufgeschrieben hast. Wenn die Kerze, die für dieses Spiel verwendet wurde, jemals wieder entzündet wird, wird jeder, der sie sieht, alle Ängste, die du aufgeschrieben hast, am eigenen Leib erleben. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 89 Breche. Dieses Spiel darf nur gespielt werden, wenn niemand anders als der Spieler anwesend ist. Jede Person, die sonst anwesend ist, wird versagen. Um das Spiel zu beginnen, setze dich einfach mit überkreuzten Beinen in die Mitte eines Raums und flüstere den Namen deiner Wahl. Dies darf nur gemacht werden, wenn du die einzige Person in dem Raum bist. Jede andere Person, die zu Beginn des Spiels anwesend ist, wird versagen. Wenn das Spiel beginnt, wird irgendwo im Umkreis von 10 Fuß um dich herum ein schwarzer Schachbauer erscheinen. Diesen Bauern musst du noch in derselben Minute, in der er erscheint, finden. Wenn du diesen Bauern nicht findest, wirst du versagen. Wenn du es schaffst, den Bauern zu finden, verkünde, dass du ihn gefunden hast und platziere ihn an dem Ort, an dem du das Spiel begonnen hast. An diesem Punkt musst du den Wunsch äußern, mit dem Spiel fortzufahren. Ein weiterer schwarzer Bauer wird im Umkreis von 10 Fuß um dich herum auftauchen. Auch diesen Bauern musst du in derselben Minute, in der er erscheint, finden. Das Spiel geht weiter, bis du es nicht schaffst, eine Schachfigur zu finden oder du ein komplettes schwarzes Set gefunden hast. Mit jeder folgenden Figur wird sich etwas an deiner Persönlichkeit, deinem Körper oder deinem Leben drastisch ändern. Wenn du ein Set aus 8 schwarzen Bauern, 2 schwarzen Türmen, 2 schwarzen Springern, 2 schwarzen Läufern, einem schwarzen König und einer schwarzen Dame gefunden hast, wird dir gesagt werden, dass du aufhören sollst zu spielen. An diesem Punkt werden alle an dir vorgenommenen Änderungen permanent. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 32 Gehe. Dieses Spiel muss eine Ewigkeit gespielt werden. Um das Spiel zu beginnen, entzünde eine Kerze und platziere sie auf einem Stück Papier. Schreibe auf dieses Papier den ersten Namen, der dir in den Sinn kommt. Wenn es dein eigener Name ist, wirst du nicht gewinnen können und versagen. Sobald das erledigt ist, musst du den Ort, an dem du die Kerze entzündet hast, verlassen. Sobald die Kerze erlischt, wird ein, je nach dem Namen, den du aufgeschrieben hast, Jagd auf dich machen. Um diesem aus dem Weg zu gehen, besuche, solange das Spiel andauert, niemals einen Ort öfter als einmal. Wenn du an einen Ort, den du schon besucht hast, zurückkehrst, wirst du versagen. Wenn du an irgendeinem Punkt während des Spiels stirbst, wirst du versagen. Wenn der dich an irgendeinem Punkt während des Spiels fängt, wirst du versagen. Kapitel 4 Verliere. Dieses Spiel sollte niemals gespielt werden. Beginne dieses Spiel nicht. Wenn du das Spiel beginnst, wirst du versagen. Wenn du nach dem Beginn mit dem Spiel fortfährst, wirst du versagen. Wenn du das Spiel beginnst, gibt es keinen Weg, es zu beenden. Das Spiel ist jetzt vorbei. Niemand gewinnt. Kapitel 31 Gedanken. Eine Geschichte, die alleine gelesen werden sollte. Psst, komm näher. Weißt du, wer ich bin? Ich weiß, dass du es nicht tust. Das ist gut so. Du brauchst es nicht zu wissen. Alles, was du wissen musst, ist, dass du in Sicherheit bist. Es besteht kein Bedarf, dich umzudrehen. Du bist in Sicherheit.
Du hast dich umgedreht, oder? Vertraust du mir nicht? Ich werde dir nicht wehtun, weißt du? Du bist in Sicherheit. Ich bin hier, um ein Spiel mit dir zu spielen. Magst du denn keine Spiele? Und so funktioniert das Spiel. Ich werde deine Gedanken lesen. Dann werden wir mal sehen, was da ist. Oh, du willst nicht, dass ich deine Gedanken lese? Das ist in Ordnung. Wenn du nicht willst, dass ich deine Gedanken lese, schließe einfach das Buch. Ich verstehe. Deine Neugier hat die Überhand gewonnen. Du fragst dich, ob das an dieser Seite liegt oder an etwas anderem. Das ist es nicht. Ich kann es sehen. Es ist ein brennendes Verlangen, welches tief in dir drin begraben liegt. Du willst wissen. Aber du hast Angst. Du bist in Sicherheit. Dieses Verlangen scheint dich auch früher schon beeinflusst zu haben. Manchmal auch nicht zum Besseren. Zum Beispiel, als du auf der Arbeit $20 aus der Kasse genommen hast. Du dachtest, dass das niemand sieht, oder? Oh, du gehst. Das ist in Ordnung. Ich weiß, dass du wiederkommen wirst. Die Geschichte war noch viel länger, aber ich werde den Rest nicht vorlesen. Fragt nicht danach. Ich persönlich wünsche mir, ich hätte nie angefangen, sie zu lesen. Kapitel 97. Letzte. Dieses Spiel muss in der ersten Stunde des ersten Tages eines neuen Jahres gespielt werden. Es wird empfohlen, das Spiel im Voraus vorzubereiten. Bevor das Spiel beginnt, wähle. Deine Wahl muss ein Objekt sein, etwas Unbelebtes, das im physischen Reich existiert. Stelle sicher, dass du das gewählte Objekt in der ersten Sekunde, der ersten Minute, der ersten Stunde des ersten Tages des neuen Jahres in deinen Händen hältst. Das muss das ganze Spiel über so bleiben. Wenn deine Hand das Objekt an irgendeinem Punkt loslässt, wirst du versagen. Wenn die erste Minute der ersten Stunde des ersten Tages des neuen Jahres abgelaufen ist, schließe deine Augen und flüstere die Sätze: In diesem Moment wirst du zu Asche. In der Ewigkeit wirst du für immer bestehen. Nehme deine Hände nicht vom Objekt, sonst wirst du versagen. Wenn die erste Stunde des ersten Tages des neuen Jahres abgelaufen ist, wird dein Objekt Feuer fangen und beginnen zu verbrennen. Lasse deine Hände am Objekt, bis nicht mehr als Asche davon übrig ist. An diesem Punkt musst du jedes bisschen Asche aufsammeln und in einen Behälter füllen, in dem sie immer noch sichtbar ist. Wenn der Behälter blickdicht ist, wirst du versagen. Stelle diesen Behälter in der Nähe eines Fensters auf. Wenn der erste Tag des neuen Jahres abgelaufen ist, wird kommen und sich die Asche wiederholen. Wenn du ihn dabei beobachtest, wirst du versagen. Wenn geht, werden die Asche und der Behälter durch einen versiegelten Krug aus schwarzem Ton ersetzt werden. Von diesem Punkt an, bis in die Ewigkeit, wird das Objekt deiner Wahl an jedem ersten Tag eines neuen Jahres neben diesem Tonkrug erscheinen. Sollte der Tonkrug geöffnet oder zerbrochen werden, wird das Objekt trotzdem am ersten Tag des nächsten Jahres erscheinen. Dies wird sich bis zu deinem Verenden fortsetzen, bis du an diesem Punkt letztendlich auf ewig mit dem Objekt deiner Wahl vereint wirst. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 4 Dunkel. Dieses Spiel muss in kompletter Dunkelheit gespielt werden. Es wird empfohlen, es bei Nacht zu spielen. Um das Spiel zu beginnen, wähle den Raum, von dem du dir wünschst, dass er der dunkle Ort werden soll. Der Raum deiner Wahl muss dann komplett von Licht isoliert werden. Kein Licht, egal ob natürlich oder künstlich, darf für die Dauer des Spiels in den Raum dringen. Sobald ein passender Ort vorbereitet wurde, betrete den dunklen Raum und setze dich mit überkreuzten Beinen genau in die Mitte. Schließe deine Augen und spreche den Satz: Ich ersehne, dass die Dunkelheit mit mir tanzt.
Wenn es keine Antwort gibt, überprüfe den Raum auf Licht und versuche es erneut. Wenn du es richtig gemacht hast, wird eine Stimme beginnen, in Worten, die du nicht verstehen kannst, zu dir zu flüstern. Sprich nicht mit dieser Stimme. Wenn du mit dieser Stimme sprichst, wirst du versagen. Wenn du deine Augen öffnest, wirst du versagen. Nach 2 Minuten des Sprechens wird die Stimme verstummen. An diesem Punkt musst du aufstehen und den Raum verlassen. Dieser Raum ist nun der dunkle Ort. Kein Licht kann in den Raum dringen und nichts kann sich darin befinden. Jegliches Licht, das den dunklen Raum trifft, wird verschlungen und auf ewig verloren sein. Jegliche Personen, die versuchen, den Raum zu betreten, werden versagen. Jegliche Versuche, den Raum zu versiegeln, werden mit Versagen gestraft. Wenn etwas aus dem dunklen Raum herauskommt, wirst du auf ewig versagen. Das Spiel ist jetzt vorbei. Kapitel 18 Wunsch. Dieses Spiel darf nur mit der Person deiner Wahl aus Kapitel 16 gespielt werden. Wenn du Kapitel 16 nicht gespielt hast, wirst du versagen. Um das Spiel zu beginnen, müssen du und die Person deiner Wahl genau 18 Meilen voneinander entfernt stehen. Ihr müsst euch so anordnen, dass die Person deiner Wahl von dir aus gesehen im Westen steht. Wenn diese Anordnung erreicht wurde, wird das Spiel beginnen. Wenn das Spiel beginnt, müssen du und die Person deiner Wahl zueinander gewandt stehen und zur selben Zeit eine Kerze anzünden. Innerhalb von 3 Sekunden müsst ihr beide die Kerze gleichzeitig genau 1 Fuß von euch entfernt auf den Boden stellen. Wiederholt diesen Prozess 2 weitere Male. Wenn ihr es nicht richtig macht, werden alle Kerzen erlöschen und ihr beide werdet versagen. Wenn ihr es richtig macht, werden die Kerzen weiterbrennen. An diesem Punkt darfst du dir 3 Dinge wünschen. Mit jedem Wunsch wird eine Kerze erlöschen. Wenn alle 3 Kerzen erloschen sind, sind deine Wünsche aufgebraucht und du musst warten. Alle 3 Wünsche werden nun für eine Person, die während des Spiels zwischen dir und der Person deiner Wahl stand, in Erfüllung gehen. Wenn dies passiert, werden dieser Person 3 Wünsche gewährt. Ihre Wünsche werden für dich in Erfüllung gehen. Sei also vorsichtig mit dem, was du dir für sie wünschst. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 29 Beginn. Jetzt ist, wo es beginnt. Der einzige Ort, wo es anfangen kann, ist am Beginn, und das ist er. Ab diesem Punkt hat das Spiel begonnen. Um dieses Spiel zu spielen, musst du nicht mehr tun, als zuzuhören. Höre gut hin, der kleinste Fehler könnte bedeuten, dass du versagst. Versagen könnte alles bedeuten. Es könnte das Ende des Spiels bedeuten. Es könnte... An dieser Stelle ist die Handschrift nicht entzifferbar. Versage nicht. Als zukünftiger Hüter dieses Buches ist es deine Pflicht, jede Seite zu lesen und zu begreifen, was jedes Spiel bedeutet. Wenn du dieser Pflicht nicht nachkommst, wirst du versagen. Wenn du versuchst, vor deiner Pflicht wegzurennen, wirst du versagen. Wenn du diese Pflicht weitergibst, wirst du versagen. Es ist deine Pflicht. Versage nicht. Ich glaube, das soll eigentlich der Anfang des Buchs sein. Wieso ich ihn erst so viele Seiten später finde, ist mir ein Rätsel. 7. Februar 2014. Endlich! Ich wusste doch, dass ich die Schachtel, in der das Buch gekommen war, behalten habe. Ich habe sie vor einiger Zeit im Keller gefunden. Ich habe mir das Paket angesehen und eine Rücksendeadresse gefunden. Es ist irgendwo in Michigan, ungefähr 5 Stunden von meiner Stadt entfernt. Ich habe versucht, eine Telefonnummer zu finden, aber natürlich hatte ich nicht so viel Glück. Wenn die Wetterbedingungen gerade nicht wären, würde ich an meinem freien Tag einfach mal dorthin fahren und schauen, was ich finden kann. Vielleicht, wenn es wärmer wird. Alles, was ich im Moment tun kann, ist weiterlesen. Kapitel 10 Test. Der erste Test wird beginnen, wenn du weißt, dass du bereit bist.
In der Nacht, in der der erste Test beginnt, wirst du einen Traum haben. In diesem Traum wirst du fliegen. Du wirst durch Wolken aus Rauch, Asche und Staub fliegen. Du wirst versucht sein, nach unten zu blicken, um die Quelle der Wolken zu sehen. Blicke nicht nach unten. Wenn du nach unten blickst, wirst du die Zukunft sehen. Wenn du die Zukunft siehst, wirst du gezwungen sein zu landen. Lande nicht. Wenn du landest, wirst du gezwungen sein zu bleiben und herauszufinden, was passiert ist. Du wirst beginnen, nach Antworten zu suchen. Lande nicht. Wenn du die Antworten, nach denen du suchst, findest, wirst du realisieren, dass... Der Text ist hier nicht lesbar. Du wirst nie wieder aufwachen, da Aufwachen keine Bedeutung hat. Nichts wird je wieder eine Bedeutung haben. Blicke nicht nach unten. Wenn du aufwachst, wirst du den ersten Beweis der Vollendung in der Nähe finden. Verwahre ihn an einem sicheren Ort. Es ist der erste von 10. Sobald du den ersten hast, gibt es kein Zurück. Der Test ist nun vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 84. Alter. Dieses Spiel muss zwischen 20.35 Uhr und 20.50 Uhr am ersten Tag eines beliebigen Monats gespielt werden. Bevor das Spiel beginnt, bereite eine Kerze, ein Messer und ein Stück Papier vor. Zünde um genau 20.35 Uhr die Kerze an. Das Spiel hat begonnen. Wähle innerhalb der nächsten 4 Minuten die erste Zahl, an die du denken musst. Schreibe die Zahl, so oft wie sie draufpasst, auf das Papier. Schreibst du eine andere Zahl als die, an die du ursprünglich gedacht hast, versagst du. Wenn 4 Minuten vergangen sind, höre auf zu schreiben und warte für 3 Minuten. Wenn du weiterschreibst, versagst du. Wenn 3 Minuten vergangen sind, nehme das Messer und halte die Klinge in die Flamme der Kerze. Halte sie exakt 7 Minuten hinein, erhitze sie gleichmäßig. Lösche die Kerze nach 7 Minuten und berühre mit der Klinge die untere rechte Ecke des Papiers. Wenn du alles richtig gemacht hast, wird das Papier Feuer fangen und brennen, bis nichts mehr davon übrig ist. Wenn es vor 8.50 Uhr nicht komplett verbrannt ist, wird es niemals aufhören zu brennen und du hast versagt. Wenn das Papier komplett verbrannt ist, nehme das Messer und führe es zur Kerze. Wenn du alles richtig gemacht hast, wird deine Hand dazu geleitet, die Zahl deiner Wahl ins Wachs zu ritzen. Ab diesem Punkt wird die Kerze niemals ganz ausbrennen können. Wird die Kerze in der Anwesenheit einer Person entzündet, deren physisches Alter nicht der Zahl auf der Kerze entspricht, wird sich das Alter der Person an die Zahl anpassen und die Kerze wird erlöschen. Wird die Kerze in der Anwesenheit einer Person entzündet, deren Alter der Zahl entspricht, dann... Ab hier ist der Text nicht lesbar. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. 22. Juli 2014. Verflucht sei dieses Buch! Ach, weißt du, vergiss es. Es ist wahrscheinlich schon verflucht. Ich versuchte es wegzulegen. Ich versuchte es zu vergessen. Und habe es auch für einige Monate geschafft. Ich habe es oben auf den Kühlschrank gelegt und wollte es dort im Staub versauern lassen. Ich sagte mir, das soll es gewesen sein. Nicht mehr. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, in dem ich durch eine Wolke aus Rauch geflogen bin. Als ob etwas gebrannt hätte. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht, bis ich aufgewacht bin. Sofort kam mir Kapitel 10 in den Sinn. Ich fand das Buch auf meinem Nachttisch. Daneben war ein kleines silbernes Token mit einem Raben drauf. Es wird mich nicht aufhören lassen. Ich muss weitermachen. Ich muss mir das bis zum Ende ansehen. Sonst werde ich versagen. Kapitel 61. Zu Hause. Dieses Spiel muss während einer Mondfinsternis gespielt werden. Während einer Mondfinsternis kann der Mond die Wanderer nicht sehen.
Der Mond ist es, der den Wanderern sagt, dass sie kein Zuhause haben können. Wenn der Mond nicht zu sehen ist, steht es den Wanderern frei, sich ein Zuhause zu suchen. Bereite in der Nacht, in der die Mondfinsternis stattfindet, dein Zuhause auf ihr Kommen vor. Öffne jede Tür und jedes Fenster, die nach Osten gerichtet sind, sodass sie willkommen geheißen werden können. Stelle jeden Stuhl so auf, dass er nach Süden zeigt, sodass sie bleiben können. Koche eine Mahlzeit aus Reis und Brot, sodass sie besänftigt werden. Und dann spritze Salzwasser auf jedes Fenster und jede Tür, die nach Westen zeigen, sodass sie nicht gehen können. Während der Mondfinsternis wandern sie auf der Suche nach einem Zuhause von Osten nach Westen. Sie werden dein Haus im Osten betreten, die Mahlzeit zu sich nehmen und nicht wieder gehen können. Während sie da sind, musst du still bleiben. Wenn du mit ihnen sprichst, wirst du versagen. Wenn du sie ansiehst, wirst du versagen. Wenn die Mondfinsternis vorbei ist, werden die Wanderer dich fragen, wieso du sie eingesperrt hast. Antworte nicht. Wenn du antwortest, werden sie dich zwingen, mit ihnen zu wandern. Wenn du still bleibst, werden sie aufhören, Wanderer zu sein und anfangen, Bewohner zu sein. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 73. Blockieren. Dieses Spiel kann jederzeit gespielt werden. Finde ein Stück Papier und schneide es auf genau 3x5 und 3x8 Zoll zu. Schneide beide an der kurzen Seite bei der 4 Zoll Marke ein und falte es entlang der Linie, die die beiden Einschnitte ergeben. Stelle sicher, dass es einen sichtbaren Rand entlang der Falte gibt. Entfalte dann das Papier. Dein Brief ist jetzt bereit. Schreibe auf die größere Seite ein einzelnes Wort, so oft es drauf passt. Dieses Wort muss das erste Wort sein, das dir in den Sinn kommt. Schreibst du ein anderes Wort, wirst du versagen. Schreibst du mehr als ein Wort, wirst du versagen. Sobald die größere Seite des Briefs gefüllt ist, falte ihn wieder und stecke ihn in einen Umschlag. Versiegle den Umschlag mit Wachs und adressiere ihn nur mit dem Namen des Empfängers. Ab hier war die Schrift nicht mehr lesbar. Lasse den Umschlag in der Nacht, zusammen mit einer Unze Zucker, 10 Fuß von dem Ort entfernt liegen, an dem du schlafen wirst. Am Morgen werden der Umschlag und der Zucker verschwunden sein. In genau einer Woche wirst du aufhören, dich an das Wort, das du in dem Brief geschrieben hast, erinnern zu können. Du wirst nicht länger dazu in der Lage sein, an das Wort zu denken. Es wird ein Loch in deiner Erinnerung sein. Solltest du dich jemals an das Wort erinnern, wirst du versagen. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 93. Glas. Dieses Spiel muss nach 22.30 Uhr und vor 23 Uhr gespielt werden. In der längsten Nacht des Jahres musst du ein Stück Glas finden, welches kreisförmig zugeschnitten ist. Es muss einen Durchmesser von 4 Zoll haben und darf nur aus reinem Glas bestehen. Ist es kein pures Glas, wirst du nicht akzeptiert werden und versagen. Platziere das Glas auf einem runden Tisch. Das Glas muss sich genau in der Mitte der Tischfläche befinden. Setze ein einzelnes Salzkorn genau in die Mitte des Glases. Wenn du ein dankbares Flüstern hörst, berühre den Tisch oder die Objekte darauf nicht mehr. Wenn du nach diesem Punkt irgendetwas berührst, wirst du versagen. Nach 5 Stunden wird der Tisch aus Glas sein. Nach 10 Stunden wird die Welt aus Glas sein. Die Menschen werden aus Glas sein. Die Bäume werden aus Glas sein. Die Tiere werden aus Glas sein. Der Boden wird aus Glas sein. Die Luft wird aus Glas sein. Der Himmel wird aus Glas sein. Alles durchsichtig. Alles so fragil. Es war bereits alles aus Glas. Du konntest es einfach nur nicht sehen. Wenn du das Salz vom Glas entfernst, wirst du aus Glas sein. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 68. 3. Dieses Spiel muss in einer Nacht gespielt werden, in der es sehr kalt oder sehr heiß ist.
Eine halbe Stunde vor Mitternacht musst du dich zu einem Ort begeben, der den Elementen ausgesetzt ist. Finde einen Ort, an dem der Himmel über dir nicht bedeckt wird. Lege dich auf den Rücken und breite deine Arme nach links und rechts aus. Wenn du in dieser Position bist, sehe in den Himmel und empfange das Starren der Nacht. Das Spiel hat begonnen. In den nächsten 20 Minuten wirst du jedes Leiden und jede Erkrankung durchleben, die du in deiner gesamten Lebenszeit erleidet hättest. Diese Zeit wird so langsam vergehen, dass du glauben wirst, es sei ein ganzes Jahr, und es wird unerträglich qualvoll. Wenn du dich in dieser Zeit bewegst, wirst du versagen. Wenn du das Starren der Nacht brichst, wirst du versagen. In der letzten Minute des Spiels wirst du die Umstände durchleiden, die dein Leben beendet hätten. Dies wird der schwerste Teil des Spiels, aber du musst es durchstehen. Wenn du dich in diesem Zeitraum bewegst, wirst du den Tod sterben, den du gerade durchlebst. Wenn du dich bis zum Ende dieses Zeitraums nicht bewegst, wirst du nicht dazu in der Lage sein, dich in den nächsten 10 Minuten zu bewegen oder zu blinzeln. Wenn die 10 Minuten vorbei sind, wirst du dich wieder bewegen können. An diesem Punkt darfst du aufstehen und gehen. Ab jetzt wirst du keine Krankheiten und auch keinen Verfall mehr erleiden. Das alles wurde ersetzt. Bevor das Ende kommt, wirst du den Ersatz kennenlernen. Wenn du Kapitel 69 nicht spielst, werden sie versagen. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. 5. Oktober 2014. Ich hasse dieses Buch. Ich hasse es mit einer Leidenschaft. Ich habe Kapitel 46 gelesen und dachte, es wäre sicher, es zu spielen. Anscheinend hat dieses bestimmte Spiel aber irgendeine Art von Effekt, der die Verkabelung im Haus empfindungsfähig macht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich bin auch nicht mehr in der Laune dazu, es herausfinden zu wollen. Hier ein Tipp für euch. Spielt Nummer 46 nicht, wenn ihr eine Menge empfindlicher elektrischer Geräte besitzt. Nachdem ich jetzt den gegrillten Rechner ersetzt und eine unverschämt hohe Stromrechnung gezahlt habe, kann ich hiermit weitermachen. Ich habe es geschafft, zu der Adresse zu fahren, von der aus das Buch versendet worden ist. Ich bin noch nicht dazu bereit, irgendwelche Annahmen darüber zu machen, was zur Hölle dort vor sich geht. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Ich bin nicht glücklich darüber, was ich dort gefunden habe. 9. Oktober 2014. Ich musste einfach nochmal dorthin. Nur um sicherzugehen, dass ich nicht an der falschen Adresse gewesen war oder sonst was. Alles, was das gebracht hat, war nur, die Dinge, die ich beim ersten Mal gesehen hatte, zu bestätigen. Das Haus, zu dem die Adresse mich geführt hatte, war verlassen. Der Ort war ein einziger Trümmerhaufen. Die Farbe war von so gut wie allen Wänden, die noch standen, abgeblättert. Die Möbel wurden zurückgelassen, durchlöchert von Mäusen und ohne den Großteil des Inhalts. Einige Teile des Bodens waren eingestürzt und offenbarten ein Loch, das in den Keller führte. Nach dem ersten Trip hatte man mir geraten, das Haus nicht zu betreten. Meine Neugier war aber einfach zu groß, als dass ich mich vom Erkunden hätte abhalten können. Ich bin aber nicht blöd. Ich habe mir nicht viel angesehen. Das Letzte, was ich wollte, war an einer Asbestvergiftung zu sterben. Oder durch den rottenden Boden zu brechen. Ich fand nichts Interessantes in dem Haus. Oder zumindest nicht in den Bereichen, die ich mich zu erkunden getraut hatte. Als ich aber ging, bemerkte ich eine schwarze Katze, welche sich auf dem Rücksitz meines Wagens breitgemacht hatte. Ich scheuchte sie fort. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist eine Katze, die Platz in meinem Haus wegnimmt. Kapitel 39. Reflektiere. Dieses Spiel muss mit einem Spiegel gespielt werden, der mindestens 60 Jahre alt ist. Die Vorbereitungen sollten vor Mitternacht getroffen werden. Um das Spiel vorzubereiten, lege den Spiegel nach Norden zeigend in einen dunklen Raum.
Stelle sicher, dass in allen Winkeln in dem Spiegel keine anderen Spiegel, Fenster oder sonstigen reflektierenden Oberflächen zu sehen sind. Wenn du unvorsichtig bist, wirst du versagen. Habe 6 lange Kerzen und ein Mittel, um sie zu entzünden, in Reichweite. Nehme genau 1 Stunde vor Mitternacht die 1. Kerze und platziere sie genau 1 Fuß von der nordöstlichen Ecke des Spiegels entfernt. Warte 15 Minuten, zünde dann die 2. Kerze an und platziere sie genau 1 Fuß von der südöstlichen Ecke des Spiegels entfernt. Warte danach weitere 15 Minuten, zünde dann die 3. Kerze an und platziere sie genau 1 Fuß von der südwestlichen Ecke des Spiegels entfernt. Warte danach 14 Minuten und zünde die 4. Kerze an und platziere sie an der nordwestlichen Ecke des Spiegels. Entzünde in der letzten Minute vor Mitternacht die letzten 2 Kerzen und halte jeweils 1 davon in deinen Händen. Sobald das getan ist, stell dich genau 5 Fuß von dem Spiegel entfernt hin. Wende dich vom Spiegel ab und sage genau um Mitternacht die Worte: Ich wünsche, das Bild meines wahren Ichs zu sehen. An diesem Punkt musst du dich umdrehen und den Spiegel ansehen. Wenn du eine Reflexion siehst, die nicht deine eigene ist, kannst du das Spiel ohne weitere Konsequenzen beenden oder Kapitel 38 spielen. Wenn du dich selbst siehst, aber nicht deine Reflexion, musst du Kapitel 16 spielen, sonst wirst du versagen. Wenn du deine eigene Reflexion siehst, hast du versagt. Wenn du eine Tür oder ein Fenster im Spiegel siehst, lösche sofort alle Kerzen, decke den Spiegel ab und verlasse den Raum. Du hast den falschen Spiegel gewählt. Solltest du den Spiegel jemals aufdecken und hineinsehen, wirst du sehen, dass das Fenster oder die Tür offen steht. An diesem Punkt musst du es hineinlassen und wirst bald versagen. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen. Kapitel 14. Ei. Dieses Spiel muss vor Mitternacht mit einem Ei gespielt werden, das am selben Tag gelegt wurde. Nehme das Ei und platziere es auf ein paar Zuckerkörnern, an einem Ort, der nicht kleiner ist als 10 x 8 Fuß. Wenn der Ort kleiner ist, wirst du das Spiel nicht beginnen können. Sobald das Ei platziert wurde, muss alles Licht aus dem Raum verschwinden. Solltest du das Ei sehen können, wenn du in dem Raum bist, wirst du versagen. Wenn alle Lichter gelöscht sind, stelle dich in die nordöstliche Ecke des Raums. Wende dich dem Ei zu und beginne, in einem gleichmäßigen Tempo von 100 herunterzuzählen. Wenn du bei 80 das Rauschen eines Windes hörst, darfst du nicht aufhören zu zählen. Das Spiel hat begonnen. Während du weiterzählst, wirst du beginnen zu fühlen, wie kleine Wellen von Freude deinen Körper durchfahren. Behalte ein gleichmäßiges Tempo bei und höre nicht auf zu zählen, sonst wirst du versagen. Während du zählst, wird die Freude sich immer weiter steigern, bis sie überwältigend wird. Wenn du 30 erreichst, wird die Freude aufhören und Wellen von unvorstellbarem Schmerz werden dich durchfahren. Zähle weiter und behalte das Tempo bei, sonst wirst du versagen. Wenn du 0 erreichst, wird der Schmerz aufhören. An diesem Punkt musst du aufhören zu zählen und den Raum sofort verlassen. Sobald du den Raum verlassen hast, schließe ihn ab und komme genau 35 Tage lang nicht wieder. Wenn du davor zurückkommst, wirst du versagen. Wenn 35 Tage vergangen sind, musst du zu dem Raum zurückkehren und die Lichter anschalten. Wenn das Ei geschlüpft zu sein scheint, kannst du es wegwerfen und mit deinem Leben fortfahren. Allerdings wirst du ein überwältigendes Gefühl des Friedens verspüren, als würde etwas über dich wachen. Dieser Frieden wird bis zu deinem Lebensende anhalten. Dann wirst du deinen Beschützer treffen. Wenn du es vernachlässigt hast, den Raum abzuschließen oder nicht rechtzeitig zurückgekehrt bist, wirst du das Ei zerbrochen vorfinden. Danach wirst du ab und zu das Gefühl haben, etwas aus dem Augenwinkel gesehen zu haben und glauben, verfolgt zu werden. Wenn dies passiert, musst du Kapitel 16 spielen, sonst wirst du möglicherweise versagen. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen.
Kapitel 63. Wendung. Dieses Spiel darf nicht von dir gespielt werden. Dieses Spiel muss von einem Vertreter gespielt werden. Du musst den Vertreter davon überzeugen, dieses Spiel zu spielen. Um das Spiel zu beginnen, braucht der Vertreter eine Rolle Schnur. Er muss außerdem ein langärmliches Oberteil und eine lange Hose tragen. Fußbekleidung, Handschuhe und eine Kopfbedeckung machen das Spiel effektiver. Der Vertreter muss an einem Ort stehen, an dem du ihn sehen kannst, er dich aber nicht. Wenn der Vertreter dich sehen kann, wirst du versagen. Der Vertreter muss sich die Schnur um die Knöchel wickeln, erst um den linken, dann um den rechten. Auf dieselbe Art muss er sich die Schnur um die Handgelenke wickeln, erst das linke, dann das rechte. Die restliche Schnur muss zu seinen Füßen liegen und abgerollt sein. Zuletzt muss sich der Vertreter auf den Rücken legen und die Hände zur Brust nehmen. Nachdem er für 30 Sekunden so verharrt ist, wird er verschwinden und nur seine Kleidung wird übrig sein. Das Spiel hat begonnen. An diesem Punkt steht es dir frei, zu dem Ort zu gehen, an dem die Kleidung des Vertreters liegt. Nehme die Schnur und benutze sie, um einen Kreis um die Kleidung zu formen. Zurre sie dann fest und gehe. Wird die Schnur bewegt oder zerstört, wird der Vertreter versagen. Sobald der Kreis geformt ist, steht es dir frei, die Kleidung zu nehmen und sie, in jeder Art, die du willst, zu manipulieren. Ziehe die Kleidung nicht an, sonst wirst du versagen und der Vertreter wird zum neuen Spieler. Um die Rückkehr des Vertreters herbeizuführen, musst du die Kleidung zurück in den Kreis legen und die Schnur anzünden. Wenn das letzte bisschen der Schnur abgebrannt ist, wird der Vertreter in seiner Kleidung auftauchen. Wenn er auftaucht, werden sämtliche Änderungen, die an der Kleidung vorgenommen wurden, auf den Körper des Vertreters übertragen. Wenn Teile der Kleidung fehlen, werden die dazugehörigen Körperteile fehlen. Wurde die Kleidung durchtrennt, wird der Vertreter es ebenfalls sein. Wurde die Kleidung verdreht oder zerschnitten, wird der Vertreter es ebenfalls sein. Das Spiel ist jetzt vorbei. Du hast gewonnen.